Die Ameisenhöhlen. Warte mal. Für die Rettung, Sir. Mein Volk will nur in Frieden mit der Natur leben. Aber die böse nacktes Baby. Königin hält einen Fall von uns gefangen. Befreit mein Volk, Sir Fortescue, und ihr werdet reichlich belohnt. Was geht in diesem Wald ab? Ernsthaft jetzt, was geht in diesem Wald ab? Öffne euch die Tür. Diese Glühwürmchen sind meine Freunde und leuchten euch in der Dunkelheit. Okay. Ich bin hier noch leicht verwirrt. Schlimmstens, ich habe so wenig Leben. Dieses Zauberportal stammt von den Feen. Sie erbauten es offenbar, damit etwas in den Tunneln darunter nicht entkommen kann. Dank es jetzt an keine Spinnen gibt, es mir das... Ganz ehrlich, ich fühle mich wie bei Alice im Wunderland hier. Ich habe nichts gegen Ameisen, ne? Aber ich muss es trotzdem nicht haben. Ach. Giftige Pollen schützen diese Pflanzen vor Räubern. Zur Sicherheit beschießen sie alles damit. Man kann heute nicht vorsichtig genug sein. Nein! Haben wir hier noch was? Ja, haben wir tatsächlich. Huch. Imelda gehörte einst zum ruchlosen Hexenzirkel vom Friedhofshügel. Doch ihre Schwestern verstießen sie, weil sie ihr übelriechendes Mittagsgebräu stets im Gemeinschaftskochkessel zubereitete. Jetzt lebt sie in der Zaubererde, wo sich niemand beschwert. Oder falls doch, verwandelt sie denjenigen einfach in eine Kröte und leckt nur ja nicht an den Kräuten. Salem, ich sehe, dass du hier gerade ankommst. Die stolzen und gerechten Feen regierten die Unterwelt bis zu jenem schicksalhaften Tag, als die Ameisenkönigin in ihr Reich eindrang. Ehrlich, wir wissen nicht, wieso die Ameisen einsperren. Aber aus irgendeinem Grund scheint Feenmagie machtlos gegen Ameisen. Schon seltsam. Aber hey, ich mache die Regel nicht. Leicht ekelhaft. Faszinierende Wesen, Ameisen. Wusstet ihr, dass sie so alt sind wie Dinosaurier und sich mittels Chemikalien unterhalten und einen Schwarmverstand teilen? Und entgegen der allgemeinen Meinung haben sie wirklich keinerlei Interesse an eurer Hose. Okay. Dann können wir uns ja vorstellen, welcher Boss uns hier darin erwartet. Sind das Maden? Boah! Schlimmste ist, wenn man sich hier dran verlaufen kann. Ameisen! Ameisen laufen! Ist das ekelhaft hier! Ganz ehrlich, von allen Orten, die man in einem Spiel besuchen kann, ist das hier der ekelhafteste.
Wobei. Ja, nämlich seh dich. Huch. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Da geht's auch noch weiter. Ameise. Huch. Oh, Salem. Grad mal ganz kurz. Sag mir nicht. Okay, gut, da darfst du sitzen bleiben. Dass er sich tatsächlich unter die eine, Zwischenablage zwischen Schreibtisch und Boden hingehockt. Dach! Und jetzt ist er mir zwischen die Beine gesprungen. Also ich glaube, wir müssen dieses Level hier sowieso nochmal neu machen. Bei dem wenig Leben, was ich gerade habe. Ist der Tod vorprogrammiert? Stirb doch. Okay. Warum ist da eigentlich drei Irrlichter? Okay. Müssen wir mal ganz kurz warten, bis das Internet hier wieder besser ist. Ja, klar, genau dann, wenn ich weitergehen will. Ich bin als einziges in dem Internet gerade drin. Sonst spinnt es wie sonst was. Okay. Oh, muss ich mal ganz kurz so machen. Ich weiß, es ist total nervig. Ich weiß auch nicht, warum das gerade so ist. Das Schlimmste ist, wenn es nicht aufhört, muss ich nochmal neu starten. Wird nicht aufhören. So, Internet, beruhigst du dich? Ich wechsle mal ganz kurz auch am Handy, dass das nicht. Ich definitiv alleine bin. So. Komm noch leben. Das ist so schlimm.
Oh, sie werden sterben. Sie werden hier drin bitterlich zugrunde gehen. Schlimmste ist, wenn man sich jetzt auch noch verlaufen hat. Wow. Bringt uns insgesamt auch nicht wirklich weiter. So, und nun? Wo muss ich jetzt hin? Ich hab mich elendig verlaufen. Okay. Hier ist sowas. Ich bin jetzt hin. Wow. Lass mich. Da kam ich ja jetzt. Hier glaube ich in diese Richtung. Drei gerettet, drei verbleiben. Lass mich. Grüne Neune. Ich fühle mich hier sichtlich unwohl. Ich hoffe, das merkt man. Wenn ihr tapfer genug seid, noch weiter zu gehen, gelangt ihr in die Kammer der gefürchteten Ameisenkönigin. Hm? Danke für die Info. Brauche ich jetzt eigentlich eher weniger.
So, ich gieße mir ganz kurz nach. Tja. Wo ich da weitergehe, möchte ich hier erstmal noch. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwo irgendeinen übersehen habe. Ich meine, in aller Not werden wir es herausfinden. Kann auch sein, dass hier unten dann. Boah! Ist das ekelhaft! Törchen! Du bist so fett, kannst du dich überhaupt noch bewegen? Mhm. Jupp. Oh. Ich weiß also nicht wie. Am Auge. Lass mich. Nein! Scheiße. Wenn ich die scheiß Schwerter nicht aufmache. Okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wenn es so schwer ist, der Kampf tatsächlich nicht. Wenn... das Schwert nicht so, wenn das nicht so komisch gewesen wäre eben. Warte mal. So, kriegt sie das Spiel wieder ein? Springen. Meine Freunde und leuchten euch in der Dunkelheit. Recht hässliche Feen. Mann, öffne diese Scheißtruhe.
Alter, ach. Irgendwie nervt es ein bisschen. Ich versuche es trotzdem weiterhin. Habe keine Angst. Aber wenn es weiterhin so blöde ruckelt, gehe ich erstmal immer nur nach rechts. Dann sehe ich zumindest schwarz, wenn es weiter so ruckelt. So. Oh, dass ich mich gerade verlaufen habe. Warte. So. Ich weiß gerade nur, wenn ich immer wieder rechts gehe. Ach so, doch. Okay. Ich habe es jetzt kapiert. Gehen wir hier nicht nach rechts, sondern nach links. Hallo. Okay. Ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns dann hier beim... da der Part jetzt vorbei ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch sofort gefallen. Und beim nächsten Mal gucken wir dann, ob wir hier in dieser wunderbaren Ameisenhöhle irgendwie zurechtkommen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.